Beim Rückwärtsniesen sind Hunde meistens sehr angespannt, haben den Kopf leicht nach oben geneigt und können nach dem Rückwärtsniesen sogar erbrechen. Nun kommen wir zu den Tipps, wie man Rückwärtsniesen beim Hund möglichst schnell beruhigen kann. Der erste Tipp ist sehr einfach, aber jedoch sehr wichtig. Nämlich, dass du als Hundehalter die Ruhe bewahrst, zu deinem Hund gehst und ihn auch beruhigst. Als zweiten Tipp ist es, einen Schluckreflex bei deinem Hund auszulösen, und nach diesem Schluckreflex ist das Rückwärtsniesen in den meisten Fällen beendet. Auch sehr wichtig ist zu beobachten, wie es deinem Hund nach dem Rückwärtsniesen geht. Wir sehen uns im nächsten Video. Gesunde Grüße an dich und deine Vierbeiner.